Schon einmal probiert, ohne Plastik auszukommen? Das ist gar nicht so einfach, denn Plastik finden wir fast überall. Viele Lebensmittelverpackungen sind zum Beispiel aus Plastik und auch in der Autoindustrie wird Kunststoff eingesetzt. Eine Folge daraus: viel Plastikmüll. Rund 400 Millionen Tonnen Kunststoff werden jährlich weltweit produziert. Infolgedessen entstehen riesige Plastikmüllberge. Laut einer OECD-Studie soll sich die Menge der global produzierten Kunststoffabfälle bis 2060 verdreifachen, wenn alles so bleibt wie bisher. Vor einigen Jahren reist Sören Lex mit seiner Frau ins ostafrikanische Uganda. Was ihm besonders ins Auge sticht, der viele Plastikmüll, wohin man auch blickt. Diese Bilder lassen ihn nicht mehr los. Er will eine Lösung für dieses Problem anbieten und gründet in Österreich das Unternehmen Plastikpreneur. Sören Lex und sein Team bauen Maschinen, mit denen Plastik verarbeitet und wiederverwertet werden kann. Ja, also Ziel war, dass wir möglichst niederschwelligen Zugang zu Kunststoffrecycling schaffen und entlang der Wertschöpfungskette alles abbilden können, was benötigt wird. Das heißt, bei der ersten Maschine wird Kunststoffmüll geschreddert in kleine Flakes. Diese kleinen Flakes werden dann in weiteren Maschinen erhitzt und unter Druck in neue Formen gepresst. Und so entsteht dann praktisch aus Kunststoffmüll neue Produkte, die lokal verkauft werden können. Die Maschinen sind ganz einfach und unkompliziert zu bedienen. Damit scheint Plastikpreneur einen Nerv getroffen zu haben. Also gedacht waren sie eben für den globalen Süden, für Flüchtlingslager, für sehr dezentrale Plätze. Deswegen wurden sie auch sehr wartungsam entwickelt. Mittlerweile sind unsere größten Märkte aber zum Beispiel Japan, Europa, wo sie in der Ausbildung, in der Produktentwicklung, im Materialtest eingesetzt werden. Schauen wir ins gerade angesprochene Japan. Die Inselnation gehört weltweit zu den Spitzenreitern in Sachen Plastikproduktion und Plastikmüll. Ein Mensch in Japan verbraucht im Schnitt fast 40 Kilo Einwegverpackungen pro Jahr. Doppelt so viel wie eine Person in Deutschland. Jährlich kommen mehr als 8 Millionen Tonnen Kunststoffabfall zusammen. Das soll sich ändern. Japan entwickelt und implementiert fortschrittliche Recyclingstechnologien, wie zum Beispiel chemisches Recycling, das Plastik in seine chemischen Bestandteile zerlegt und wiederverwendbar macht. Bis 2030 plant Japan, 25% des Plastikmülls zu reduzieren und die Recyclingskapazitäten weiter auszubauen. Das Land liegt im Plastikmanagement-Index knapp hinter Deutschland auf Platz 2. Obwohl es in Japan kein Pfandsystem gibt, werden über 90% der PET-Flaschen wieder eingesammelt. In der EU hingegen nur etwa 60%. Trotz positiver Entwicklungen wird nach wie vor viel Plastikabfall verbrannt, was negative Auswirkungen auf die Umwelt hat. Ein anderer Teil des Kunststoffmülls wird exportiert, zum Beispiel nach Malaysia, Thailand oder Vietnam. Dort sollte der Abfall eigentlich recycelt werden. Das lässt sich oft aber schwer nachverfolgen. Seit 2018 sind die Exporte von Plastikmüll aufgrund strengerer Importbeschränkungen in den Zielländern um etwa 30% zurückgegangen. Japan will sein Plastikproblem mit unterschiedlichen Maßnahmen in den Griff bekommen. So sind Verbraucher zum Beispiel gefordert, Müll zu trennen. Und Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, Kunststoffverpackungen zu recyceln. Unternehmen, die in umweltfreundliche Technologien investieren oder recycelte Materialien verwenden, können Steuererleichterungen und Subventionen erhalten. Außerdem gibt es staatliche Förderprogramme, die Recycling-Initiativen und die Entwicklung neuer umweltfreundlicher Materialien unterstützen. Um seine Ziele noch schneller zu erreichen, setzt Japan vor allem auch auf Innovationen. Diese von Kansai Electronic entwickelte Maschine kann feinste 500 Nanometer Nanophasen, also 0,5 Mikrometer, kostengünstig aus recycelte Kunststoffmaterialien Massen produzieren. Es kann beispielsweise das 50-fache seines Eigengewichts an Öl aufnehmen. Es eignet sich daher für die Beseitigung von Ölteppichen in Flüssen und Ozeanen sowie für Altspeiseöl aus Haushalten. Innovationen wie diese können ein richtiger Schritt sein, um das Plastikproblem besser zu managen. Hat dich dieses Video interessiert? Dann schau dir doch auch die Beiträge links im Bild an und vergiss nicht, uns zu abonnieren.